Ob es sich um den Beginn einer neuen Männerfreundschaft handelt, bleibt abzuwarten. Klar aber ist, FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat einen neuen Lieblingskandidaten für den CDU-Vorsitz. Armin Laschet soll es nun seiner Meinung nach machen. Wir brauchen jemanden, der sich für eine Achtung und Wahrung unserer Grundrechte stark macht. Und da sehe ich im unionsinternen Rennen derzeit Armin Laschet vorne. Noch vor wenigen Wochen war Laschets Konkurrent Friedrich Merz sein Favorit. Das hat sich jetzt in der Corona-Krise geändert. Wann über die Neubesetzung der christdemokratischen Parteispitze entschieden wird, ist noch unklar.